Also vorm Spiel hätte ich gesagt, nehme ich einen Punkt gerne mit. So jetzt vom Spielverlauf her würde ich sagen, es ist ärgerlich, aber völlig verdient für ASV. Die waren für mich die bessere Mannschaft. Ich finde es noch okay, also dafür, dass wir jetzt zwei Spiele, also zwei rote Karten hatten, ist es ganz okay. Wir haben gut gearbeitet, wir haben uns gegenseitig selber fertig gemacht und ich habe auch eine dumme Aktion gemacht und ist so wie ein Sieg eigentlich. 1-1 ist okay. Wir hätten eigentlich auch gewinnen müssen von den Chancen her. Die hatten nur zwei gute Chancen, finde ich, und die haben eine genutzt und das ist ein bisschen ärgerlich. Der Knackpunkt war, wir haben 25 Minuten gar keinen Zugriff gehabt. Wir müssen 2-3-0 hinten liegen in den ersten 25 Minuten. Dann machen wir glücklich das 1-0 und haben dann 200-prozentige, aber davon geht keiner rein. Wenn so ein Ding reingeht, führst du 2-0, hast du vielleicht Lockerheit, aber gar nichts mehr. Und ASV hat das einfach gut gemacht. Die waren bärenstark. Muss man einfach nahtlos anerkennen. Ich glaube, alle wollen aufsteigen und wir haben erste Halbzeit gepennt und dann wollten wir halt für Sorab den Fehler wieder gut machen. Ja, dann haben wir nach der Halbzeit sofort 1-1 gemacht, fast sogar das 2-1 und dann haben wir uns halt gegenseitig fertig gemacht und dann ist das 1-1 geblieben. Wir wollen eigentlich einen attraktiven Fußball spielen, was wir heute leider nicht gezeigt haben. Wir haben irgendwie auch keinen Zugriff aufs Spiel bekommen heute. Wir müssen auch wieder ansetzen, wieder ein Spiel selber bestimmen zu wollen, aber da wollen wir hin und dann gucken, dass wir dann irgendwie einen einstelligen Tabellenplatz rauskriegen. Wir nehmen alles mit. Wir gucken von Spiel zu Spiel. Wir wollten 9 Punkte eigentlich von 4 Spielen haben. Haben jetzt 7 Punkte, aber müssen jetzt einfach weiterarbeiten und eine Siegesserie starten.